Hallo YouTube, herzlich willkommen zu Fall Guys mit der Community. Ich bin der Kacke ist. Same. Same. Ich habe das Spiel jetzt seit 2 Jahren. Wie lange ist das Spiel draußen? Seit 2 Jahren bestimmt. Ich habe 3-mal gewonnen oder so. Also, ich bin richtig schlecht. Und die Male, wo ich gewonnen habe, war es Zufall. Da waren einfach die anderen Leute noch ein bisschen schlechter als ich. Aber ich habe jetzt Wasser getrunken, obwohl ich Tee habe. Ich habe noch Tee hier. Spielt ihr eigentlich mit Controller oder mit Tastatur? Ich habe es genauso lange nicht einen Win. Wie gesagt, bei mir war es Zufall. Ich meine, hast du mal gewonnen. Es war Zufall. Es war einfach nur Zufall. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich mit Skill gewonnen hatte, aber es war einfach nur Zufall. Oh Gott. Also, Trupp, wir schaffen das. Einer von uns wird den Sieg holen. Ich fühle das. Ich habe das im Tee. Ich komme nie weiter als die dritte Runde, wenn überhaupt. Es kommt ganz drauf an, welche Spiele kommen. Wenn dieses mit dem Obstzählen kommt, ey, da bin ich komplett raus. Da steige ich manchmal freiwillig aus. Warum habe ich da unten dieses Internetzeichen? Ja. Kommt, Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Shit. Falsche Tür! Immer den anderen hinterherlaufen. So. Die hier? Nee. Die hier? Ja, kommt. Und immer schön mit unfairen Mitteln spielen, Leute. Immer schön mit unfairen Mitteln spielen und die anderen Bohnen festhalten. Außer es bin ich. Dann bitte nicht. Komme ich als Erster ins Ziel? Ich weiß es nicht. Nein! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Lauf, 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 lauf. Ich bin Zweiter geworden, weil der eine Ezio mich festgehalten hat. Ich wäre fast Erster gewesen. Ich wäre fast Erster gewesen. Na, Trupp, wie sieht's aus? Ich sehe 2 von denen. Da, alle noch da. Alle noch da. Ich sehe diese kleinen Dreiecke da über den Bohnen. Oh mein Gott, ey, das war jetzt schon stressig. Ich bin jetzt schon fertig mit den Nerven, Leute. Wir schaffen das, Leute. Wir schaffen das. Wir kriegen das hin. Bitte keine Früchte zählen. Bitte keine Früchte zählen. Bitte keine Früchte zählen. Bitte keine Früchte zählen. Okay, Schaltkreislauf. Überwinde die Hindernisse und renne 2 Runden auf der Strecke. Easy peasy lemon squeezy, Leute. Easy peasy, das kriege ich hin. Das habe ich gestern erst gespielt, also ich habe ein bisschen geübt, muss ich sagen. Heißt nicht, dass ich gut bin. Ich bin nicht gut. Aber ich habe geübt. Und das fand ich ganz lustig. Immer positiv bleiben. Ja, wir schaffen das. Was ist Früchtezählen? Da fallen Früchte von der Decke runter. Du musst jeweils zählen, wie viele das sind. Und dann wird am Ende auf der Anzeigetafel eine Anzahl angezeigt und du musst sagen, welche Frucht das war. Und da bin ich komplett raus, das sage ich so, wie es ist. Da gebe ich mir auch keine Mühe. Das ist einfach, da bin ich raus. Da quitte ich freiwillig. Oh, schieb doch mal mit, Leute. An der Seite vorbei. Ich weiß leider nicht mehr, welche Bohne zu wem von euch gehört. Aber ich weiß, dass du da zu uns gehörst. Einer von uns. Quasi. Ah, shit, ey. Shit, 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 shit. Habe ich vorhin nicht gesagt, wenn ich das ganz lustig fand hier? Was habe ich denn da gemacht? Ich habe mich gerade da reingebackt. Ja, vielleicht bin ich auch nicht so gut. Vielleicht müsst ihr das retten. So. Na komm schon. Oh Gott. Nein! Falsche Richtung. Falsche Richtung. Nee. Mm-mm. Oh Gott, das war's. Runde 1. Aber die Musik ist gut.
Oh, das hier ist mein Nemesis, ey. Ey, ich sag's euch. Jetzt aber ein bisschen Skill beweisen, bitte. Oh Mann, wieso glitsch ich da mal rein? Gut, bisher ist noch niemand im Ziel, das heißt, ich habe noch eine Chance. Okay, okay. Nein! 3 von 24, oh no. Das wird knapp. Ich glaube, das wird knapp. 7 von 24. Okay, ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Okay, ich bin im Ziel. Na, Trupp, wie sieht's aus? So, da ist Markus. Der hat dasselbe Problem wie ich. Sehr gut. Weiterlaufen. Noch ist die Chance da, Markus. Oh no. Oh no. Ich habe da vorne noch jemanden von uns gesehen. Wer ist noch rausgeflogen? Seid ihr alle rausgeflogen? Bin ich die Einzige aus unserem Trupp, die noch da ist, weil ich sehe kein pinkes Pfeilchen mehr. Schade, kein Plan, wo das Ziel war. Rausgeflogen. Ihr lasst mich alleine. Unsere aller Hoffnung liegt bei dir. Aber kein Stress. Kein Stress. Gar kein Problem. Ich krieg das hin. Ich hol uns die Krone. Einfach im Stich gelassen. Einfach allesamt im Stich gelassen. Hey, ist guten Appetit. Was muss man hier nochmal machen? Boah, hier habe ich einfach immer nur Glück, weil ich fliege immer runter und dann habe ich die Hoffnung, dass ich schneller als die anderen wieder da bin. Ich weiß nicht genau, wie ich jetzt hier... Shit. Seht ihr so zumindest nicht. Okay, next try. Ich muss einfach nur bis da drauf kommen und dann nicht runterfallen. Ich hätte wenigstens da reinfliegen können. Wenn ich jetzt hier einfach rumhüpfe, sollte doch nice sein. Ey! Oh, diese eine Bohne. Ja? Ja, komm schon. 100%. Komm schon. Einfach weiter hüpfen. Einfach. Nein! Shit. Ich glaube, man darf da nicht so lange drauf hüpfen. Dann fliegt man automatisch runter. Aber wenn ich es jetzt nochmal schaffe. Oh nein! Komm schon. Ich habe noch eine Chance. Ich habe noch eine Chance. Ich muss den Trupp stolz machen. Ich bin alt und verwirrt. Same. Einfach same. Ich hab's geschafft. Leute, der Trupp ist eine Runde weiter. Der Trupp besteht zwar aktuell nur noch aus mir, weil ihr mich alle im Stich gelassen habt. Aber es ist okay. Wir sind so stolz auf dich. Dankeschön. Dankeschön. So, noch 15. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das. Das wird schon. Kein Problem. Ich bin ein bisschen nervös. Nicht Früchte zählen. Bitte nicht Früchte zählen. Bitte nicht Früchte zählen. Nicht Früchte zählen. Letzte Runde. Oh, meide den einstürzenden Boden und wirf Knallbälle auf deine Gegner, um die Krone zu gewinnen. Ja, Leute, das wird jetzt, ne? Also... Wir wissen es, wie ich es mit Aim habe. Wir wissen es, wie ich das mit Böden habe, die weggehen. Wir wissen, ich krieg das nicht hin. Hierfür braucht man Skill und Skill habe ich nicht. Ich hole mir jetzt einfach diesen Knallball. Ha, meiner. Lass los. Ach, shit. Mein Knallball. Shit. Habe ich mich gerade wirklich selber gesprengt? Kann ich nicht einfach die anderen Leute erstmal sprengen lassen und dann springe ich den letzten? Erstmal überleben? Wie war es damit?
Nee, nee, nee. Knallball. Oh, hoppala. Ich fühle mich ein kleines bisschen gestresst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ah, wie viele Leute sind denn noch da? Nein, geh doch weg. Nein. Nein. Das war knapp. Ah. Kann ich den einfach runterschubsen? Nein. Oh Gott, ich habe ihn irgendwie runtergeschubst. Ah. Ah. Nein, 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 nein. Ah. Ah. Nein! Oh Gott! Leute, das wird knapp! Das wird knapp! Nein! Och meine Güte! Können die sich nicht gegenseitig einfach sprengen? Leute, es sind nur noch die beiden und ich. Was ist denn mit denen? Also noch der andere. Leute, Leute, es ist nur noch der andere. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden. Oh, ich kann nicht mehr. Das geht mir aufs Herz. Oh, ey. Was ist das denn? Ich komme da nicht mehr ran. Das war mehr Glück als Verstand, Leute. Boah, mein Puls. Ich müsste theoretisch den Pulsmesser anmachen. Ich habe das Gefühl, mein Puls ist gerade bei 180. Das war die erste Runde heute. Ich habe gewonnen. Seht ihr die Krone? Seht ihr die Krone da? Wow. Was ein Luck. Das war richtig Luck. Das war... Oh Gott, oh, das ist laut. Markus, dankeschön für die 2 verschenkten Subs an Haze und an Pixelbandit. Dankeschön. Ey, was war das denn jetzt, Leute? So viel zum Thema, du gewinnst nicht. Ja, normalerweise gewinne ich nicht. Ich weiß nicht, was das... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Leute, das war jetzt... Wow. Reno, dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Ey, mein Puls, ne? Erste Runde und direkt gewonnen, das beginnt doch schon mal gut. Und wie? Und wie, ey, und wie? Oh Gott, ey, ich kann nicht mehr. Haze war jetzt Essen gewesen, oder? Ich glaube, Haze war Essen. Zumindest. Ja, hey, es hat geschrieben, Essen ist da. Okay, dann. Ja, wie öffne ich denn mit links die Gruppe? Moment. Moment, Moment, Moment. Dann mache ich das wieder so. Dann klingt es böse, aber kann ich Hayes rauswerfen? Gruppe verlassen. Weil Haze wird dann wahrscheinlich noch im Spiel sein. Na, die machen mal eine neue Gruppe, okay. Weil ich weiß nicht, wie ich Haze jetzt entfernen kann. Nochmal Gruppe verlassen und dann lade ich euch mal neu ein. So, Einladungen sind raus. So. Jackie, du hast auch eine Einladung bekommen. Sehr gut. Hat alles funktioniert, wie es scheint. Hoffe, dass im nächsten Mal kein Karma kommt. Ich werde safe.
Safe werde ich rausfliegen. Jetzt direkt am Anfang werde ich safe rausfliegen. Erste Runde, es kommt irgendwas, was ich nicht kann. Ich werde rausfliegen. Safe. Leute, ich kann nicht mehr. Ey, das war so... Das war verrückt. Aber ich muss sagen, dieses Endspiel, dieses Finale finde ich noch mit am besten. Weil das, wo man so auf diesen Bienenwaben rumläuft, kriege ich bis zu einem gewissen Sinne hin. Aber dann ist auch vorbei. Und was gab es dann noch? Dieses zum Zielrennen, da bin ich sowieso schlecht. Jackie, du spielst doch auf der Switch, oder? Kannst du kurz erklären, wo das, also wo man bei der Switch die Einladungen sieht für das Spiel? Weil Bummerball spielt nämlich auch auf der Switch und ich kann leider nicht helfen. Erste Runde Früchte zählen, dann bin ich direkt raus. Direkt. Oder ihr schreibt ganz schnell in den Chat, welche Frucht das ist und dann, na? Hallo Mama, herzlich willkommen. Ich hoffe, das ist ein schöner Tag. Mango, du musst noch auf OK drücken. Du musst noch auf bereit drücken, Mango. Mango! Wir als Chatter raten wahrscheinlich auch nur. Ja. Ich gucke dann immer bei Früchtezählen, wo die anderen Leute hinlaufen. Dann gehe ich dahin mit etwas Glück. Es ist richtig, mit etwas Pech. Es ist einfach falsch. Ich bin gespannt, ob wir jetzt wieder so eine normale Show kriegen und wie das jetzt läuft. Sorry. Kein Problem, Mango. Ich wollte es so sagen, weil wir haben nur noch eine Stunde, bis wir dann Sea of Thieves spielen und ich möchte so viel wie möglich mit euch spielen. Aber die Musik von Fall Guys ist auch so entspannend, Leute. So entspannend. Das ist so richtig in einem positiven Sinne stressig und trotzdem... nicht stressig. Es steht immer da, was man drücken muss. Unten das rote Ding. Okay. Ja, bei Sea of Thieves kann ich halt nicht alleine entscheiden, wer mitspielt, weil das spiele ich halt zum Beispiel mit dem Captain und Chris. Ich weiß gar nicht, ob Chris heute dabei... Oh, Moment, ich habe eine Discord-Nachricht bekommen. Okay. Renne bis zum Ziel. Bis zum Ziel rennen kriege ich hin. Ich glaube, es war L. Bummerball, ist da was bei dir aufgetaucht gewesen? Oh Gott, so viele Bohnen. Es war nicht so geplant, aber es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß halt auch nicht, welchen Namen man da suchen muss. Ich habe Angst, nach hinten zu gucken. Abkürzung? Ach komm, Leute, ich probiere die Abkürzung. Es ist misslungen. Hat nicht funktioniert. Ich bin nicht mehr Erster. War ein Versuch. Da wollte ich zu viel. Also ich muss sagen, ich finde auch mein Commentary bei Fall Guys immer sehr qualitativ hochwertig. Ja! Hilfe! Komm schon, Ziel! Ziel! Ach, ich bin schon wieder Zweiter. Ey, was ist das denn? Was ist das? Wieso bin ich in der ersten Runde immer Zweiter? So, Markus ist gerade runtergefallen. Schön, dass ich euch halt nur beim Runterfallen sehe. Mango versucht noch den Weg außenrum zu finden. Okay, Markus ist gleich im Ziel. Markus schafft es. Jackie sollte es auch schaffen. Lieber Zweiter als Letzter, das ist wahr. So, jetzt gut geskillter Sprung und Mango. Okay. Komm schon, Mango. Noch 11 Leute kommen ins Ziel. Jetzt. Fast. Noch 6. Und jetzt. Ah, das war so knapp. Noch 5 Leute. Das hätte doch klappen müssen. Also der Sprung sei jetzt für mich so... Das ist okay. Okay,
Okay, das Spiel einfach so, ich schleudere dich jetzt einfach halb über die Map. Klasse. No, es war so knapp. Aber dieser letzte Sprung mit diesem Dingens, 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 Dings, der ist auch super schwer, finde ich. Weil du musst halt zum einen diesem rotierenden Ding ausweichen und dann dem nächsten rotierenden Ding. Leute, ich bin raus. Das kann ich auch nicht. Ich bin raus. Ich bin einfach raus. Das kann ich genauso wenig wie Früchte zählen. Oh Gott. Oh Gott. Hallo Bina, herzlich willkommen. Ja. Oh Gott. Orange. Apfelsine. Okay, es gibt nur die beiden. Okay, erste Runde überstehe ich. Orange, Apfelsine. Keine Ahnung, ob das Apfelsine ist. Okay, was wird das? Was wird das? Apfelsine. Shit, ich habe mir nicht gemerkt, wo die Apfelsine ist. Ich glaube, ich stehe drauf, oder? Ja. Oh Gott sei Dank. Nicht schubsen! Der Tukan. Wassermelone. Kirsche, Banane, Weintraube. Wassermelone, Kirsche, Banane, Weintraube. Wassermelone, Kirsche, Banane, Weintraube. Wassermelone, Kirsche, Banane, Weintraube. Wasser, Kirsche, Banane. 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 Nicht schubsen! Okay. 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 Banane. Banane. Wassermelone. Pfirsich. Wassermelone, Orange, Weintraube. Wassermelone. Oh shit, ich hab's mir nicht gemerkt. Wo ist das? Wo ist das? Ich komme einfach mit. Ich habe einfach nur geguckt, wo ihr euch hinstellt und bin einfach mitgekommen. So richtiger Mitläufer. Na super. Ich habe einfach geguckt, wo ihr hingelaufen seid. Sag ich so ehrlich, wie es ist. Ich hätte keinen blassen Schimmer gehabt, wo jetzt der Pfirsich war. Oder Aprikose oder was auch immer das war. Mango. Kiwi. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wir sind schon mal weitergekommen. Und ich hoffe, jetzt kommt kein. Ne? Was kommt jetzt? Wippkanone. Lass dich nicht in den Schleim schleudern, gib Acht auf. Das ist okay. Das ist okay. Vielleicht nehme ich beim nächsten Mal einfach diese Solo-Runden raus und wir machen direkt so ein Trupp-Ding. Oh Gott, Leute. Oh Gott, oh Gott. Also ja, ich spiele mit dem Chat. Aber ich habe da jetzt keine Präferenz, wer mitspielen darf und wer nicht. Also es darf eigentlich jeder mitspielen. Wir müssten das dann nur absprechen. Okay. Also hier drüben lebe ich eigentlich gerade ganz safe, muss ich sagen. Oh, Markus hat sich erwischt. Oh no. Moment, da oben links und da. Oh, Markus. Das ist schade. Beim nächsten Mal dann. Du bist viel zu gut. Ich habe Glück. Das ist einfach nur Glück. Das ist Glück, Leute. Wirklich. Also. Ich möchte nicht behaupten, dass ich Skill hätte. Anna holt die Krone. Wie lustig wäre das, wenn ich jetzt wirklich zum zweiten Mal die Krone holen würde? Wie lustig wäre das? Meide falsche Felder. Oh Gott, das ist auch ein bisschen schwierig. Aber es ist kein Finale. Das ist gut. Okay. Da schon mal nicht.
Einfach immer so halbwegs vorne mit dabei sein. Ne, ich lass mich hier nicht drauf schubsen. Stimmt, da lang. Ich trau mich nicht. Jackie ist noch dabei, ne? Ja. Komm schon, Jackie. Wir müssen das schaffen. Fürs Team. Oh Gott, kann man durchlaufen? Dann so letztes Spiel Früchte zählen. Oh, das wäre so schlimm. Das wäre so schlimm. Ich fühle mich so nutzlos. Mango, ich weiß nicht, ob du wirklich analysierst, wie ich spiele. Aber ich lasse mich einfach mitziehen. Also gerade das mit den Früchten. Ich habe einfach geguckt, wo springen die Leute hin. Hier war es einfach nur so, okay, geht ihr vor und ich bin nah genug dahinter, dass ich drüber springen kann im Zweifelsfall. Also ich lasse mich einfach nur mitziehen. Oh, das kann ich nicht, Bergspitze. Mit der 2 die Krone greifen, die Krone vor allem. Okay, Jackie, einer von uns beiden muss das Ding holen. Ist keine andere Möglichkeit. Wir schaffen das. Du sprintest vor, das ist jetzt der Plan, du sprintest vor und du holst die Krone und ich bin dicht hinter dir und halte die anderen auf. Alles klar? Alles klar. Ah! Vielleicht habe ich den eigentlich nicht zu greifen gekriegt. Ah, ja, ja. Und schon ist die Krone weg. Hallo, könnt ihr mal die Gegner überrollen? Hallo. Dankeschön. Noch ein bisschen mehr. Hoppala, das war jetzt flink. Oh Gott. Oh Gott. Schleudere mich nach vorne. Dankeschön. Nein, nicht den Gegner. Mich. Oh mein Gott. 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 Du bist verrückt. Zweimal hintereinander. No fucking way. Leute, ich schwör's euch. Ich schwöre es euch. Ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr gewonnen. Vielleicht war das mit dem 3- bis 4-mal gewonnen nur ein Schwindel. Nein! Ich schwör's euch. Ich hab... Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Ich weiß es nicht. Aber ich habe wirklich ungelogen vor diesem Stream nur 2-3 Mal gewonnen. Nicht häufiger. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Ich mache jetzt mal hier die Solo-Show raus und wir machen jetzt nur dieses Trupp-Dinger. Wie lange hast du geübt gestern? Gestern tatsächlich gar nicht. Gestern überhaupt nicht. Ich habe Anfang der Woche mal kurz gespielt, aber halt nur eine halbe Stunde oder so. Wir haben einen guten Einfluss auf dich. Tatsächlich, ja. Weil wenn ich ohne euch spiele, ich gewinne einfach nicht. Community-Glück, das stimmt. Ihr seid meine Glücksbringer. Ich muss euch jetzt überall mit hinnehmen, wo ich Glück brauche. Was ist da los, Anna, vor der Profi? Ich weiß es nicht. Ich bin genauso überrascht wie ihr jetzt, ohne Witz. Ich bin genauso überrascht. Okay, bei diesen Truppdingern kann man, glaube ich, keine Krone kriegen. Aber andere Sachen. Logischerweise, aber... Während dem Lottospielen streamen fürs Glück. Ey, das wär's. Das wär's. Okay, Leute, das hier wird hart. Das wird hart und anstrengend und schwierig. Wir kriegen das hin. Ah, Qualifikation bringt Punkte, okay. Kommt, Leute. Wir starten aus der letzten Reihe, aber die letzten werden die ersten sein.
Hüpft, meine Böhnchen, hüpft! Oh Gott. Eieieiei. Nein! Hat wenigstens jemand meine beiden Wins geklippt? Weil ich sag's euch, wie es ist, das wird nicht nochmal passieren. Toll, jetzt kriege ich die ganze Zeit eins beim Hammer übergebraten. Na, zumindest bin ich nicht die Einzige. Das finde ich ja sowas von nicht Hammer. Nein! Sorry, Team. Sorry, Team. Laufe ich in die richtige Richtung? Nee, hä? Da geht's... Oh Gott, ich laufe in die falsche Richtung. Oh Gott. Es tut mir so leid. Bin ich... Ich bin die Letzte, die noch unterwegs ist. Ich habe nur 9 Sekunden. Ja. Ich hab Profi. Bei Vollgeist heißt ich nur Bummerball. Okay, dann suche ich dich nachher nochmal. Nach der Runde. Wenn einer von den anderen aussteigt. Weil nur Bummerball habe ich nicht gefunden, aber Bummerball 93 nicht. Das finde ich sowas von nicht Hammer. Ja, wie ich halt einfach die Letzte aus dem Team war, die ins Ziel gekommen ist. Rollfeld, beweg dich zwischen den rotierenden Ringen, um nicht in den Schleim zu fallen. Okay, wir kriegen das dann. Dann lag es vermutlich daran. Okay, okay. Dum, 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 dum. Okay, Concentration, Leute. Wir kriegen das hin. Wir sind alle 4 noch im Rennen. Wir schaffen das. Nicht in den Schleim fallen. Oh, hoppala. Das war knapp. Hallo? Nein! Oh mein Gott, der hat mich festgehalten. Der hat mich festgehalten. Hier, der da, der mit dem orangenen Gesicht, der hat mich festgehalten. Dem trauen wir bitte nicht. Hallo. Lauf einfach nur hier hin und her und hoffe aufs Beste. Ich hoffe aufs Beste. Na. Kamera war kurz aus. Meine? Wieso war meine Kamera aus? Okay, das ist weird. Das ist nämlich noch nie passiert. Oh, kann ich noch ein paar Leute rausfliegen? Oh Gott. Okay, 2 leben noch. Wie ich das oben rechts sehe. Wer von euch ist rausgeflogen? Bin raus. Mango ist raus? Wer noch? Meine, wie kann ich Namen einblenden lassen? Hä? Warum standen oben, dass da 2 raus sind? Markus ist noch da? Hä? Ach so! Hä? Hä? Ist der ganze Trupp jetzt weiter? Ach, ich glaube, bei dem ist es so, dass man wirklich als Trupp dann weiterkommt, wenn man genug Punkte sammelt. Das heißt, 2 sind rausgeflogen, aber die anderen beiden haben dann quasi die restlichen Punkte. Ah, okay, das ist ja praktisch. Der Trupp ist bei genügend Punkten trotzdem weiter. Dann habe ich das richtig verstanden. Nice! Hallo Trupp, wir sind aber noch da. Was geht?
Nein! Shit. Okay. Einfach. Boah, das zweite kriege ich nicht hin. Wenn aber oft genug durch das erste Loch springen, dann solltest du... Es tut mir leid, Trupp. Es tut mir so leid. Trupp, ich gebe mir wirklich Mühe. Ich schwör's euch. Aber ich komme halt einfach nicht durch das zweite Loch durch. Ich hab's mal damals... Oh, hoppala. Hingekriegt, dass ich halt wirklich... bis zum Ende durchkam und dann in das letzte Loch gefallen bin. Kommt schon, noch 20 Punkte. Das schaffen wir. Sammeln wir... Wir sind raus, Leute. Wir sind ausgeschieden. Ich will uns noch fallen sehen. Da ist immer raus. Nee. Geht das jetzt automatisch, dass wir dann raus sind? Müssen wir jetzt noch zugucken? Weil ich will jetzt nicht zugucken. Okay, zurück zum Hauptmenü. Okay. Aber das ist auch echt schwierig. Ich bin halt einfach nicht durchs erste Loch durch, also durchs zweite Loch durchgekommen. Na gut. Wir haben es versucht. Gibt es da auch Früchtezähne? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Die Runden sind ja auch mal mega schwer. Das auf jeden Fall. Die sind echt schwierig. So, möchte jemand... Ihr könnt natürlich auch Nein sagen, aber möchte jemand für Bummerball Platz machen? Weil ich würde sie dann nochmal suchen. Mach ich das jetzt? Da. Bummerball. Ich habe eine Anfrage an Bummerball geschickt. Ich weiß nicht, ob das die richtige Bummerball ist. Ich mach Platz. Markus, das ist echt lieb von dir. Dankeschön. So. Ah, Bummerball, da. Okay. Willkommen zurück, Hayes. Du hast 2 Wins von meiner Seite aus verpasst. 2. Das wird nie wieder passieren. So. Bummerball, du hast jetzt eine Einladung bekommen. Hoppala. Wo wollte ich denn hin? Nein, da wollte ich nicht hin, aber das ist auch okay. So. Ja, Bummerball, aber fürs Spiel. Eine Einladung. Ah, okay. Da ist er. Da ist Bummerball. So, wir haben wieder die Truppshows, weil finde ich ganz witzig, wenn ihr dann halt wieder da seid. So, jetzt einmal bitte auf Bereit drücken und dann... Machen wir uns los ins Abenteuer der Trupps. Ein Abo? Ja, von Markus. Markus hat 2 Absubs. 2 Subs verschenkt. Absubs. Leute, ich und Deutsch, ne? Ist immer wieder schön. Wie viele Leute wären wir denn jetzt, die mitspielen würden? Wir sind jetzt zu 4. Hayesfold würde noch mitspielen, wären 5, sind 6. Dann bräuchten wir noch 4 Leute, die mitspielen, dann könnten wir unser Custom Game machen. Hey, warum steht da 15 von 16? Warum nur 16? Ach, Truppjubel. Hab das noch nie gespielt, Leute. Greif mit R2 einen Schweif und sorge dafür, dass dein Team bei Ablauf der Zeit mehr Schweife hat als die anderen. Okay. Team abschweifen. Das wird lustig. Welche Farbe haben wir? Wir sind grün. Ah, guck mal, ich habe schon einen Schweif. Ich
Ich muss also nur noch auf meinen Schweif aufpassen. Hehe. Guck mal, Leute, das ist mein Schweif. Aber bitte start nicht so offensichtlich hin, bitte. Ah, ich werde verfolgt. Ah, je, je. Sie haben mir meinen Schweif geklaut. Das war aber mein Schweif. Ey. Kollege, das ist mein Schweif. Ich sehe schon, das wird nichts. Also abschweifen finde ich echt schwierig. Meine! Hehe! Nein! 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 Ich hatte ihn für einen kurzen Moment. Wenn ich jetzt schnell genug bin und jetzt... Irgendwie... Das ist echt schwer. Nein, ich war zu langsam. Ich hätte vielleicht springen müssen. So, nochmal hoch. Und jetzt... Ha! Nein! Ja, ich habe einen Schweif. Nein, er ist wieder weg. Fall Guys ist schon ein schönes Spiel. Kommt schon, Leute. Wir müssen es hinkriegen. Nein! Ich glaube, das wird nichts. Ja, also ich würde sagen, wir starten das nochmal von vorne. Also, wir fallen, aber wir fallen gemeinsam. Okay. So, dann zurück zum Hauptmenü. Ich war immer so kurz davor, same. Same. Aber abschweifen, finde ich, ist halt wirklich eins der schwierigsten. Team abschweifen hasse ich wie die Pest. Same. So allgemein das, wo man so direkt gegen die anderen spielt, finde ich super schwierig. Und Team abschweifen halt nochmal so extra. Was kann man eigentlich gewinnen? 20 von diesen Dingern. Mhm. Okay. Wie ist dieses eine Spiel nochmal, wo man... ich überlege gerade... Wo es zwei Teams gab. Und man musste, also einer musste so jagen und der andere musste irgendwas zurückbringen. Und wenn die gefangen wurden, wurden die so eingesperrt. Wisst ihr, welches Spiel ich meine? Die reserviert mir dann für die nächste Runde, in der ausgewechselt wird, einen Platz. Ich muss mir für die Zukunft mal so ein System überlegen. Weil ich habe tatsächlich, so wie ich es jetzt gerade mache, noch nie mit euch gespielt. Glaube ich zumindest, weil sonst immer halt genug Platz war. Ich muss mir da fürs nächste Mal ein System überlegen. Ich sitze jetzt auf meiner Jacke und das ist so unbequem. So. Der Kreise. Okay, Leute, das kriegen wir hin. Mit dem Spiel macht ja auch Spaß. Weil ich starte so weit weg vom Trupp. Das ist voll gemein. Ich fühle mich voll ausgeschlossen. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Ah, shit. Das war jetzt Absicht. Kompletter Skill war das. Das wiederum nicht. Boah, was ist das denn? Leute, geht ohne mich. Lasst mich zurück. Sie lassen mich halt wirklich zurück. Okay.
Jetzt, ich bin jetzt so weit hinten, ich gehe jetzt kein Risiko ein, wir gehen den Weg außen herum. Okay. Ah, das schaffe ich nicht. Haha, das schaffe ich nicht. Okay, okay, Leute. Ziel, ich komme. Oh Gott. Okay, wir sind alle im Ziel. Sehr gut. Platz Nummer 6. Gut gemacht, Team. Vielleicht bekommen wir in Zukunft auch 10 Leute zusammen, wer weiß. Jetzt da ich, also Folge ist heute war ja recht spontan. Jetzt, wo ich weiß, wie das funktioniert, kann ich das dann auch mal früher ankündigen und auch Bescheid sagen, dass da halt mehr als 4 Leute mitspielen können. Welches Spiel meintest du? 2 Teams und einen Käfig? Kannst du deine Definition nochmal sagen? Das war hier bei Fall Guys eine Runde. Da gab es 2 Teams. Die einen mussten die anderen fangen. Und wenn die gefangen wurden, wurden die in den Käfig gesperrt und konnten halt nichts machen, bis sie befreit wurden. Und das andere Team musste irgendwie... Ich weiß es nicht. Irgendwelche Objekte oder Bälle oder sowas ins Ziel bringen. Also die einen mussten halt Bälle ins Ziel bringen, die anderen mussten das quasi verhindern und wurden dann in den Käfig gesperrt. Schwindende Höhen. Ah, das geht auch. Das ist auch okay. Ey, ich muss jetzt schon so Stress, Pipi. Das ist ganz grauenhaft. Warte auf Spiele. Warte auf Spiele. Ah doch, das kenne ich. Ich wollte gerade sagen, das sieht irgendwie anders aus als das, was ich kenne, aber ich glaube, das ist das Standardmäßige. Weiter hinten dreht sich was. Ich freue mich schon auf den JGR. Das kann ich mir vorstellen. Also ich war noch nie auf dem Junggesellenabschied, weil einfach keiner meiner Freunde bisher geheiratet hat. Aber ich stelle mir das super cool vor, weil ich sehe das immer so auf Instagram und ich denke mir immer so, boah, mega nice. Aber hoppala. Oh. Ich finde es aber auch ganz cool, dass mittlerweile so Junggesellenabschiede halt immer so kleine Wochenendtrips teilweise auch sind. Weil das, was ich halt so auf Instagram mitkriege von den Influencern und so, ist halt immer mal so, ja, Trip hierhin oder so. Oder halt so coole Ausflüge. Und das finde ich mega nice. Weil was ich so von der Definition von einem Junggesellenabschied kenne, ist halt nicht so cool gewesen. Nein! Ach, Menno! Komm schon! Es tut mir leid, Team. Es tut mir leid. Ich habe meinen kompletten Skill in der ersten Runde und in der zweiten Runde verloren. Ah. Meint, ich lese gleich. Ich habe gerade gemerkt, ich kann nicht lesen und hier versagen gleichzeitig. Nein, es war so knapp! Jetzt aber! Komm schon! Komm schon! Nein! Oh, das ist doch nicht wahr. Wir verlieren jetzt wegen mir, oder? Wir verlieren wegen mir. Oder? Ah, zum Glück bin ich nicht die Einzige, die da Probleme hat. Oh, Trupp Position 7. Sind wir weitergekommen? Wir sind weitergekommen. Ich fühle mich ja meistens so, als wäre ich die Jüngste in der Runde, wenn ich schon Studium oder JGA höre. Ja, also teilweise, wenn es so um Heiraten und alles so drum und dran geht, fühle ich mich auch immer noch sehr, sehr jung, weil das ist nicht so gerade meine Lebensetappe, glaube ich. Aber ich finde es auch so crazy, weil wenn ich so die Leute aus meiner Schulzeit betrachte,
Manche von denen haben einfach irgendwie schon mit 19 oder 20 geheiratet und ich dachte mir so, okay, okay, okay. Das ist crazy, weil für mich war heiraten halt immer so ein Ding, das macht man so mit 30 vielleicht. Aber es ist halt, ja, wenn es passt, dann passt's. Hier bin ich auch übrigens immer sehr schlecht. Ja, gern geschehen, dass ich da das hinge... Ja, ich habe gerade dem Feind geholfen. Okay. Wir müssen ja noch einen Reifen. Da. Nein! Ha. Gott, wo sind denn die Reifen? Oh, hoppala. Ja gut, das war natürlich absolut geplant, wie man sicherlich sich denken kann. Ja, schieb mal weiter. Nee. Shit. Wie komme ich denn da hoch? Ich glaube, ich war noch nie dort in der Mitte oben. Oh, da ist einer. Fürs Team! War ich zu langsam? Ich war zu langsam, oder? Fürs Team war ich schon wieder zu langsam. Fürs Team! Ich bin nicht durchgekommen. Die anderen aber auch nicht. Der ist durchgekommen. Shit. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das hier nicht kann? Hier bewegt sich zu viel. Ah, shit, ey. Wie kommt man denn da in der Mitte hoch? Ich verstehe es nicht. Naja. Ah, kommt man hier rauf? Warte, warte, ich schieb, ich schieb, ich schieb. So. Ich krieg's nicht hin. Ja. Das war absoluter Skill. Gewöhnt euch dran, das gibt es hier häufiger. Shit. Bin ich da durchgehüpst? Warum bin ich jetzt hier? Da, nein, das war ein cooler Ring. Nein! Geh doch mal hoch mit der Brücke. Hoch mit dem Brückendings. Shit. Ich glaube, wir haben es nicht geschafft, oder? Schade. Aber das war echt schwierig. Man kennt es meist eher so, dass es in einer einfachen, sinnlosen Sauferei endet. Ja, und das mag ich halt nicht. Aber wenn jetzt so Ausflüge geplant sind oder sowas, was richtig cool ist, dann finde ich das halt auch cool. Bin drin, aber kacke. Relatable. Es geht einen Tagesausflug nach Würzburg und machen eine Stadtrally. Was ist denn eine Stadtrally? Ja, hey, es ist ja aber nicht schlimm. Du kannst froh sein, dass du 18 bist, weil dadurch ist okay, dass dein Alter im Chat steht. Weil ansonsten hätte ich die Nachricht nämlich jetzt löschen müssen. Aber stimmt, Markus, ich müsste mal Ausrufezeichen Alter einbauen. Den Befehl muss ich dran denken. Das war echt schwer. Also, das war echt hammerschwer. Das Lustige ist ja, ich realisiere meistens nicht, dass ich jetzt schon Mitte 20 bin, bis ich dann irgendwo halt diese neuesten Trends sehe, weil zu meiner Zeit waren Röhrenjeans halt voll in und so. Und
Heutzutage sind es ja eher so diese Mom-Jeans oder halt die Boyfriend-Jeans oder die halt die lockeren Jeans quasi. Und wenn ich dann so rausgehe und ich sehe dann so Mädels oder junge Frauen, ich kann Alter einfach nicht einschätzen, die dann so Mom-Jeans anhaben und so top gestylt sind und ich laufe dann noch mit meinen Skinny-Jeans rum, da denke ich mir auch immer so, okay, ich bin doch ein bisschen älter. Weil ich bin halt von der Figur her kein Mensch, dem Mom-Jeans so unbedingt stehen. Also ich habe eine Mom-Jeans, aber die trage ich auch nicht häufig. Aber ich will halt mal, also ich wollte mal eine haben. Ich trage auch noch Skinny-Jeans. Bummerbar und ich sind noch fast ein Jahrgang. Von daher, willkommen im Club der alten Frauen. Mango! 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 Das Game blockt mich gerade. Ich weiß nicht, ob ich dich kicken kann. Nee, ich kann nämlich niemanden kicken. Das heißt, wir machen immer eine neue Gruppe. Mal eine neue Gruppe. So. Ihr habt Einladungen bekommen. Boah, ist voll anstrengend für die Arme, die ganze Zeit so hin und her zu tanzen. So, Mango, du fehlst jetzt noch. Eine Runde mache ich. Siehst du, Haze? Da ist dann schon die Person, die dich dann auswechselt. Mango, du hast auch eine Anfrage, also eine Einladung bekommen. Und nenne ich die Herausforderungen. Achso, die täglichen habe ich. Okay, täglichen habe ich abgeschlossen. Wöchentlich? Werde in beliebige Runden von explodierende Geschosse getroffen. Okay. Wieso muss ich mich von Geschossen treffen lassen? 30.000 Meter müssen wir rein. Oh Gott. 59 Tage. Gewinner einer beliebigen Show 2 von 5. Ey, das werde ich niemals wieder schaffen. Greife 1000 Spieler in Teamrunden. Mango, funktioniert das? Hast eine Community mit perfektem Timing, ja. Besseres Timing, als ich das habe. Mango, kannst du dich bitte melden? Ansonsten würde ich Haze nämlich einladen. Oder Markus, je nachdem, wer mitspielen möchte. Wenn das jetzt nicht funktioniert, weil wir haben nur noch eine halbe Stunde und ich muss noch mal pipi. Aber Stress-Pipi. Wir spielen erst eine Stunde? Habe ich so lange gequatscht vorhin? Ich weiß halt nicht, ob das halt bei Mango jetzt funktioniert oder nicht. Sorry, ich bin raus. Alles klar. Alles klar. Dann. Erstmal Haze. Weil Haze hatte gerade schon gefragt und dann. Markus, würde ich dich nach der Runde dann wieder einladen. So. Ready!
Auf das wir diesmal die Krone holen. Wollen ja alle Spaß haben, ja. Ja. Ich würde dann für Markus nach der Runde Platz machen. Dann haben wir noch einen Platz frei. Weil, Mango wäre ja jetzt raus. Da ist ja jetzt Haster. Und dann gehen Jackie und Bummerbein nach der Runde. Oh Gott, das ist wieder so ein... Es tut mir so leid, dass ihr jetzt Team-Abschweifen bekommen habt. Ich glaube, ich mache das mit dem Team-Jubel wieder raus. Weil Team-Jubel ist schwierig. Okay. Kommt, Leute, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Wir müssen jetzt einfach unsere Schweife behalten. Na, da ist ein blauer. Haha. Hi, hi, hi. Ich hab noch einen Schweif. Ich werde verfolgt von einem grünen und einem blauen. Hehe. Nicht mit mir, mein Freund. Da ist ein gelber. Da ist noch ein gelber. Mit nur 40 Sekunden. Mir kamen 40 Sekunden noch nie so lange vor. Hoppala, ich bin hingefallen. Hoppala, ich bin schon wieder hingefallen. Da ist ein gelber, aber der hat schon einen Schweif. Bin ich gerade die Einzige aus unserem Team, die noch einen Schweif hat? Hier! Da! Oh no! Ich flüchte. Ich hau einfach ab. Nicht mein Schweif! Okay, abschweifen ist nicht unseres. Ich mache das mit dem Teamjubel wieder raus, Leute. Weil, abschweifen, das können wir einfach nicht. Oh Mann. Mach mal weiter, dass ich raus kann. So. Das ist nicht unser Spiel. Nee, überhaupt nicht. Also, abschweifen ist fast genauso schlimm wie Früchte zählen. So, okay, ich nehme jetzt Truppjubel da wieder raus. Wir machen jetzt die beiden Dinger. Wobei, nee, wir machen nur die Truppshow. So. Jackie, möchtest du noch eine Runde mitspielen, oder? Weil das war jetzt eine sehr, sehr kurze Runde. Kann ja sein, dass du sagst, okay, du möchtest halt noch eine mitmachen. Finde ich sogar schlimmer als Früchte. Das stimmt. Das stimmt. Bei Früchtezählen kannst du nämlich dann noch drauf schauen, was so der ganze Rest macht. Okay, dann. Markus, du müsstest ins Spiel gehen, glaube ich. Hoppala. Nee, da hast eine Einladung. Muss essen jetzt. Alles klaro. Guten Appetit. Markus, du hast eine Einladung von mir bekommen. Aber hat Spaß gemacht. Viel Spaß euch noch. Dankeschön. Dankeschön. Noch taucht nichts auf. Starte gerade das Game. Okay, dann kriegst du noch eine Einladung, wenn das Game gestartet ist. Hoppala. 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 Was habe ich denn jetzt gemacht? Ihr habt dir noch eine geschickt. Erfolg als erst, seitdem es kostenlos ist. Ja, es ist ja noch nicht lange. So, hast du Einladung bekommen? Ich mag die Musik total. Ich spiele es an. Ich habe dir eine Einladung geschickt. Noch keine Einladung? Okay, Moment.
Jetzt? Ah, da ist er. Let's go, ich bin ready. Wenn sonst jemand mehr mitspielen möchte, würde ich noch ein bisschen mitspielen. Sehr gut, Boomerball. Also wenn irgendwer mitspielen möchte, schreibt es einfach in den Chat und wir kriegen das dann organisiert. Ich finde es schön, dass es hier auch eigentlich nur Leute gibt, die dann halt auch sagen, so okay, ich habe ein paar Runden mitgespielt, wenn jetzt jemand anderes möchte, dann würde ich auch Platz machen. Das finde ich sehr nett von euch, weil ansonsten müsste ich das irgendwie organisieren und das wäre dann ein bisschen stressiger. Deswegen Dankeschön, dass ihr da so sozial seid und dann auch Platz macht, wenn ihr ein paar Runden mitgespielt habt und jemand anderes auch mal möchte. Dankeschön. Weil das ist nicht selbstverständlich, weil man könnte ja auch sagen, so ja, ich bin jetzt einmal da, ich spiele jetzt einfach den ganzen Tag mit. Aber so seid ihr halt einfach nicht. Das finde ich sehr nett von euch. Im Nachhinein klingt das jetzt gerade sehr ironisch, was ich sage, aber ihr wisst, dass ich es nicht ironisch meine. Was war das für Rollweg? Das kann nur schief gehen. Das kann wirklich nur schief gehen. Okay. Okay. Wir schaffen das Team. Let's go! Ah. Ja, ist so viel durcheinander. Ich weiß nicht mal, wo mein Team ist. Na, da war einer. Einfach springen. Rennen, springen, rennen, springen. Ah, shit, ich dachte gerade, ich war schon im Ziel. Nein! Oh Gott, ich hab's geschafft. Ziel! Okay, Markus ist kurz vor der Ziellinie. Boomerball ist kurz davor. Haze ist auch kurz davor. Okay, Leute, ihr kommt alle ins Ziel. Ihr schafft es. So, Markus im Ziel und Haze. Ganz kurz davor. Und. Sehr gut. Position 2, Leute. Wir sind richtig gut gerade. Wird hier eigentlich gewartet, bis alle im Ziel sind? Oh, jetzt kommen eine ganze Menge Leute ins Ziel. Was ist denn da jetzt passiert? Schade, dass man die Kamera nicht einfach so aufs Ziel gerichtet halten kann und da schauen kann. Das war knapp. Was war das denn jetzt? Ah ne, okay, da läuft eine Zeit, alles klar. Gut, wir sind mit einem anderen Team auf Platz 3. Aber Platz 3 ist besser als Platz 4. Von daher lieber mit einem anderen Team auf demselben Platz als gar kein Platz. Oh wow, sind es viele. Oha. 6 Trupps sind rausgeflogen, oder? Wow. Okay, das waren wirklich sehr viele. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Alles klar, schaffen wir, Leute. Trupp, das schaffen wir. Wieso müsste ich jetzt an Bob der Baumeister denken? Können wir das schaffen? Yo, das schaffen wir. Ich habe das Gefühl, wir hatten letztens schon über Bob der Baumeister geredet, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie habe ich da jetzt was im Kopf. Ah, das war knapp. Vor allem habe ich ja diese Aufgabe, dass ich so 1000 Leute greifen muss, aber ich versuche am besten nicht euch zu greifen.
Bin gerade überrascht. Läuft doch ganz gut. Hoppala. Hoppala. Gut, läuft nicht mehr so gut. Kommt schon, Team. Hoppala. Ich habe einen Rückwärtsgang eingelegt, Team. Hallo. Komm schon. Jetzt. Meine Güte. 5 Punkte, wow. Das ist ja halt einfach gar nichts. Das ist absolut nichts. Hallo Angie, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich habe heute 2-mal in Folge als gewonnen. 2-mal. Das muss ich sagen. Also ich muss das extra, also ich werde dafür wahrscheinlich einen Befehl machen, dass ich einfach 2-mal gewonnen habe. Weil das passiert nie. Okay, Trupp. Wir schaffen das. Als nächstes. Was kommt als nächstes? Bitte nicht durch die Ringe springen. Fußball wäre nice. Weiche den Hindernissen aus und falle nicht in den Schleim. Okay. Okay. Ist auch okay. Ich schaff das, Leute. Ich schaff das. So viele Böhnchen. Aber eigentlich bin ich in dem Spiel hier immer ganz gut gewesen. Also hier bin ich noch kein einziges... Doch, hier bin ich mal rausgeflogen. Aber noch nicht so häufig tatsächlich. Von daher habe ich große Hoffnungen, dass ich überlebe. Wieso sind wir denn jetzt rausgeflogen? Wieso? Hä? Warum sind wir denn jetzt rausgeflogen? Habe ich was falsch gemacht? Wieso sind wir jetzt ausgeschieden? Waren doch noch alle drin, oder? Ja! Also ich war auf jeden Fall noch drin. Ich verstehe es nicht. Egal, wir machen es nochmal. Ich bin runtergefallen. Aber wenn Bummerball schreibt, dass sie noch drin war und ich war noch drin, dann war zumindest 50% drin. Ich weiß nicht, ob Markus rausgeflogen ist, aber das ist trotzdem komisch. Warum sind wir denn da jetzt rausgeflogen? Das Game sieht witzig aus. Ist es auch sehr witzig. Das ist wirklich sehr witzig. Und kostenlos, wie Markus schon sagt. Mein Tag war soweit okay. Ich wollte heute Morgen Brötchen holen, weil ich Bock auf Brötchen hatte. Und dann kam ich zum Bäcker und es gab einfach meine Lieblingsbrötchen nicht mehr. Hat mich sehr geärgert. Ja, bei mir stand halt auch, ich bin zeitweise ausgeschieden, aber der Trupp nimmt noch teil. Aber ich bin halt nicht runtergefallen. Weil normalerweise zählt es doch erst als ausgeschieden, wenn man halt wirklich unten ist. Vielleicht, weil wir mit dem anderen Trupp auf dem gleichen Platz waren, ist das Spiel vielleicht strenger. Kann sein. Wir machen es einfach nochmal. Markus, bitte einmal auf Ready drücken, damit wir dann starten können. Ich fühle mich so richtig ungeduldig, so als... Als Trupp-Dingens. Weil ich würde am liebsten so spielen. Das ist ganz schlimm. Vielleicht hast du morgen mehr Glück. Nee, morgen gehe ich keine Brötchen holen. Morgen versuche ich es gar nicht erst. Aber ich freue mich schon auf morgen, weil ich fahre morgen zu meiner Mama. Endlich mal wieder. Ich war jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr da. Markus muss einfach noch verarbeiten, was da gerade passiert ist, dass wieder alle rausgeflogen sind, warum auch immer. Markus hat erstmal, ich weiß nicht, ob er mit Maus und Tastatur spielt oder mit Controller, aber er hat erstmal so die Tastatur genommen, einfach so weggeschmissen, so, wir sind rausgeflogen. Und dann jetzt gerade so, oh shit, wir müssen ja bereit. Und dann hat er noch alles zusammengesammelt und dann, okay, weiter geht's. Eieiei.
Bei Mama ist immer schön. Das stimmt. Das stimmt. Und wie gesagt, ich war jetzt schon so lange nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal da war. Du musst ja erst alle Taste in die Tastatur einfügen, ja. Wipfelwerber. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ey, ich muss schon wieder so Stresspipi, Leute. Ist ganz schlimm. Hallo Lumi, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Oh, das ist cool. Das sieht cool aus. Ich glaube, das habe ich schon mal gespielt. Okay, Team, wir schaffen das. Wir schaffen das, Team. Let's go. Das hier, was auch passt, weil Angie gerade da ist, hat für mich so ein Feeling wie Crash Bandicoot, dieses Level. Ich kann nicht erklären, warum. Aber irgendwie fühlt es sich so an. Ah, ja, ja, was habe ich denn da jetzt gemacht? Ei, ei, ei. Ah, da, 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 da. Nein. Ei, ei, ei. Ich kann mir leider nicht merken, wer welches Outfit hat. Aber einer von uns ist gerade geschubst worden. Und dann wurde ich geschubst. Komm schon, Leute, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ah, shit. Oh. Habt ihr gesehen, wie meine Bohne einfach ins Ziel geschlittert ist? Das war so richtig so, ich habe keinen Bock mehr darauf. Crash macht mich wahnsinnig. Aber dafür, dass es dich wahnsinnig macht, schlägst du dich echt gut. Vor allem, weil du es ja das erste Mal spielst. Wir haben uns zuletzt Anfang Juni gesehen. Wirklich? Anfang Juni. Haben wir? Stimmt, haben wir. Haben wir. Hab ich ja schon wieder voll vergessen. Aber ich meine so richtig so bei dir zu Hause, Mama. Das ist schon ein Weilchen her, weil wir waren essen gewesen. Dann haben wir meine Uroma besucht. Boah, crazy, dass es da hochgeht. Und aber bei dir zu Hause war ich schon lange nicht mehr. Schon mindestens 2 Monate, glaube ich. Aber Anfang Juni ist es auch schon ein Monat her. Die Zeit vergeht, ey. Wegen der Melodie erinnert mich voll an Crash. Und weil es ein Dschungeldings ist. Das ist wahr, also das Dschungel am meisten. Aber ich glaube, die Melodie hat sich so unterschwellig schon so ins Gehirn gebrannt. Die von Crash Bandicoot. Türenlauf finde ich echt lustig. Ja. Mein Mann hat in 2 Wochen Geburtstag und sein Geschenk kommt morgen. Ausgerechnet dann, wenn ich nicht da bin. Hab schon gesagt, er darf es nicht aufmachen. Meinst du, er hält sich dran? Meinst du, er schafft das? Aber dann darf er auch nicht auf den Absender gucken, weil vielleicht weißt du dann schon, was es ist. Ich weiß ja nicht, wo du bestellt hast, aber wenn das halt direkt ein Shop ist, dann darf er auch nicht auf den Absender gucken. Am besten, er tut einfach so, als ob er nicht da ist. Und dann musst du es halt von der Station abholen. Ey, aber ist euch mal aufgefallen, wie teuer Versand ist? Also, ich habe heute ein Paket zur Post gebracht, was ich halt verschicke, logischerweise. Und das ist... Hoppala, falsche Richtung. Ah. Und ich habe das halt versichert verschicken lassen, weil ich halt auf Nummer sicher gehen wollte. Wahrscheinlich war das total dumm. Aber ich habe das versichert verschicken lassen und ich war total schockiert, als sie mir den Preis genannt hat. Ich dachte mir so, holla, die Waldfee. Also, da hätte ich es auch fast mit einem 9-Euro-Ticket persönlich hinbringen können. Hätte ein bisschen, na gut, länger hätte es auch nicht gedauert, wenn ich heute noch losgefahren wäre. Aber da dachte ich mir so, uiuiui. Findest du den Weg noch? Ich denke mal schon. Ich denke mal schon. Ich hoffe es für ihn. Ey, das wäre... Bist du denn mehr ausgeschieden?
Also unsere Skillkurve war am Anfang, ging die voll hoch mit diesen beiden Siegen und seitdem einfach kontinuierlich bergab. Einfach bergab. Eieiei. Nächste Runde, wir schaffen das. Wir sind zwar ausgeschieden, aber unser Kampfgeist ist noch da. Hoffe ich. Das sind Klamotten von dem Merch, wo der... von dem Streamer, wo er Mod ist. Na, dann drücke ich die Daumen, dass er nicht auf den Absender guckt, weil ansonsten kann er sich das vielleicht denken. Sag ihm einfach, er soll so tun, als wäre er nicht zu Hause und du holst es dann einfach von der Post ab. Easy. Problem gelöst. Ich hatte ja überlegt gehabt, ob ich diesen Monat nochmal ein so 9-Euro-Ticket hole, aber nachdem ich letzte Woche einmal Bahn gefahren bin und es keine Klimaanlagen in der Bahn gab, habe ich mich dann dagegen entschieden. Ich weiß manchmal echt nicht, was Twitch als Link erkennt. Hoffe auch, dass er da nicht drauf kommt, auf den Absender zu schauen. Hast du ihm denn gesagt, dass es sein Geburtstagsdings ist? Haben ja schon ein paar Sachen dort bestellt, aber bislang nur Tassen. Ich habe einmal, das hat mich so geärgert, ich habe einmal, nicht letztes Jahr, sondern 2020, bei Friendly Fire, habe ich mir eine Tasse bestellt, weil ich weiß nicht, ob es euch vielleicht schon aufgefallen ist, aber eventuell mag ich Tassen. Und jedenfalls kam diese Tasse an und war kaputt. Ich habe mich so geärgert. Da ist einfach der komplette Griff ab. Aber halt nicht so sauber abgetrennt, sondern logischerweise halt zerbröckelt. Und das hat mich so geärgert. Weil die Tasse ist halt so schön, aber ich kann sie halt einfach nicht benutzen, weil sie kaputt ist. Habe ihm das gesagt und auch, dass er es nicht aufmachen darf, zumindest nicht, solange ich nicht da bin. Hoffentlich hält er sich dran. Halt uns auf dem Laufenden. Ich finde es immer so richtig cool, wenn ihr so Sachen aus eurem Leben erzählt, die halt noch so in der Zukunft passieren. Wie zum Beispiel so mit Prüfungen oder jetzt das mit dem Geburtstag, wo ich dann weiß, irgendwann später kommt ihr wieder. Und ich kann fragen, wie das war, weil das ist so wie so eine Serie, nur halt so auf Twitch für mich. So, ich weiß, es wird bei euch passieren, aber das ist so ein Cliffhanger, weil ich weiß nicht, okay, wie geht das aus? Wird er dieses Paket aufmachen oder nicht? Wird er auf den Absender gucken? Gelingt diese Überraschung? Besteht ihr die Prüfung? Das ist immer so Nervenkitzel pur für mich irgendwie. Da denkt man, wenn ihr hier zuschaut, dass nur ich euch unterhalte, aber Real Talk mit eurem Leben und den Sachen, die ihr hier so erzählt, wo ich so mitfiebern kann, unterhaltet ihr auch mich. Weil wie gesagt, ich fieber da immer voll mit. Moment, ich gehe gleich auf den Chat ein. Ich bin ja gerade am Sprinten. Komm schon, diesmal nicht nur 3 Punkte. Diesmal schaffe ich das. Ja, fast. Oh, einer von uns ist schon im Ziel. 2 von uns sind schon im Ziel. Wir sind alle im Ziel. Skill. Umtauschen hatte ich gefragt, aber dadurch, dass es halt Vorbestellungen waren, glaube ich, ging das nicht. Leider. Aber ich habe eine Erstattung bekommen. Was ich ein bisschen halt schade finde, weil Friendly Fire ist ja so eine Spendenaktion. Aber ich habe dann halt gesagt so, hey, die Tasse ist kaputt. Und die so, hier hast du dein Geld wieder. Was ich dann halt ein bisschen doof fand auch. Aber dann hätte ich sie mich ansonsten so gespendet. Hallo Versetti, herzlich willkommen. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Ich glaube, ich war Erster, oder? Das ist möglich. Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass ich es nicht war. Eigentlich hätte Erik dir persönlich eine neue Tasse bringen müssen. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Ich
Vanessa selbst, ja, also das Wetter war heute echt kalt, aber war okay. Ich war vorher noch draußen gewesen, nachdem heute Morgen mein Brötchen, ich lasse es einfach, nachdem heute Morgen meine Brötchenmission ein bisschen gescheitert ist. Deswegen war ich dann später nochmal draußen gewesen, bin bis zur Post gedackelt, weil ich ein Paket abschicken musste, wäre fast umgekippt, als ich die Portokosten gehört habe und bin dann wieder nach Hause gedackelt. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Hey, es sind drei Ezios. Jetzt war es nur noch eine. Ah. Ah. Diese Geräusche, die die Böhnchen so von sich geben. Jedes Böhnchen macht ein Tönchen. Haha. Ha. Na, dafür habe ich gleich erstmal eins mit dem Propeller gekriegt. Ich gehe außen lang, ich riskiere nichts. Bei uns hat es seit langem endlich mal geregnet. Oh, geregnet hat es auch, vor allem heute Morgen, als ich halt Brötchen holen wollte, kam ich wieder nach Hause und genau in dem Moment hat es angefangen zu regnen. Und ich dachte mir so, boah, Gott sei Dank bin ich zu Hause, weil ich hatte keinen Regenschirm mit. Und blöderweise, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es regnet immer, wenn ich frische Haare gewaschen habe. Immer. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, warum. Bei uns ist es heute angenehm warm. Also ich muss sagen, von der Temperatur her geht es halt auch. Nur der Wind ist halt ein bisschen unangenehm teilweise. Bisschen schief gelaufen bei den Brötchen, haben die sich verkrümelt? Tatsächlich ja. So, Markus ist noch im Spiel und Tails ist gerade auf der Ziellinie. Okay. Also noch Markus. Vor allem dadurch, dass es halt so ein bisschen laggt und man nicht halt instant sieht, was der Charakter macht, sah das teilweise so aus, als ob er einfach runterfällt. Jetzt kein Stress. Hoppala. Hoppala. Ja, jedenfalls, es gab keine Brötchen mehr. Zumindest nicht die Brötchen, die ich mag. Aber heute gab es die gar nicht. Weil manchmal, da sind die halt einfach gerade ausverkauft, da müssen sie gerade neue backen. Aber heute gab es die gar nicht. Da stand nicht mal das Schild aus und ich habe mich gefragt, warum. Weil ich mag Brötchen. Und ich hatte heute so Lust auf Brötchen. Ja, dann nächste Woche halt wieder. Okay, wir sind ausgeschieden, Leute. Ich weiß gar nicht, ob Sascha schon fast ready ist. Captain ist schon online, alles klar. Okay, Leute, das heißt... Okay, ich dachte schon, mein Streamdeck wäre ausgegangen. Das heißt, es war's erstmal für heute. Also mit Vollgas. Ich bleib noch live. Nicht weglaufen, bleib schön sitzen. Wir machen aber eine kleine Pipi-Pause, weil Vollgas ist stressig. So, deswegen jetzt erstmal. Danke fürs Mitspielen, Leute. Dankeschön. Ich würde es tatsächlich gerne häufiger mit euch spielen. Erstmal bei YouTube. Danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal bei Fall Guys.